Am Samstag war ich auf der Feuer- und Eisparty. Super Sache. Organisiert von der Familie Reinhardt, allen voran der Dieter. Ich muss dazu sagen, eine Veranstaltung, die von Privatmenschen veranstaltet werden muss. Für mich ein Zeichen, da muss man auf jeden Fall die Mithilfe anbieten. Sowas müsste eigentlich in der Gemeinde selbstverständlich sein, eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sowas auf jeden Fall anbietet. Es war für Kinder, für Jugend, für die Eltern, für alle war bestens gesorgt. Ich denke, dass da der Reinhard Dieter mit seinen Leuten wirklich großartige Arbeit geleistet hat. Natürlich haben das alle auch ausgenutzt, alle Spitzenkandidaten ausgenutzt, um Wahl zu kämpfen. Und einige haben auch schon sehr Wahl abgekämpft dabei ausgeschaut. Jedenfalls für mich ein Ansporn, auch in diese Richtung ganz stark aktiv zu sein und so einen Wintersporttag für Jung und Alt auf jeden Fall als Standard ins Programm von der Gemeinde hineinzunehmen.